MG oh, ja. Macht den Tiger Woods, meine Freunde. Konnichiwa, ihr lieben Ninners, und herzlich willkommen zu einer neuen, beziehungsweise der ersten Runde Golfit zusammen mit MG Muss mit. Guten Tag. Wir haben einen Ersatz für Golf with Your Friends gefunden. Und warum wir den Ersatz gefunden haben, ist auch ganz einfach, weil ich hier mehr Hole-in-Ones schaffe als bei dem anderen. Nein, Spaß beiseite. Weil es hier Custom-Maps gibt. Das heißt, ihr und auch alle anderen, die Bock haben, können Maps erstellen, wenn sie das Spiel denn haben. Und wir können die dann spielen. MG sollte langsam mal schlagen. Ja, ich bin gerade am struggeln. Rechtsklick kannst du die Richtung wählen. Ja. Und damit dann halt das da so lassen, dass da die Richtung ist. Und dann mit Linksklick so aufziehen und nach vorne. Ah, oh. Bisschen fester vielleicht. Ja, ich muss den Schwung erstmal raus. Ja, ja, hatte ich auch, ja. Also, das ist natürlich... Ich muss sagen, MG hat das Spiel gerade eben installiert und ich habe eine Mini-Testrunde gespielt. Also das Loch hatte ich jetzt schon und zwei weitere oder so. Das muss man echt... erstmal raus haben. Oh, ich bin froh, dass ich zumindest... Das ist halt ein bisschen schwerer als Golf with Your Friends auch. Ach jo, auch Hallo von mir. Ich hab das Hallo vergessen. Hast du kein Hallo gesagt? Nee, ich hab kein Hallo gesagt. Oh nein, gesagt. Ich bin am Ersten. Zu hoch konzentriert gewesen, um irgendwie die Steuerung rauszufinden. Nein! Nein, drüber! Oh. Beschissener kann ich jetzt nicht liegen. Doch, geht schon. Also... ja, Fresh hat es eh schon erwähnt. Hier gibt's Custom Maps, das wollen wir ja irgendwo. Wollten wir ja bei Golf with Your Friends schon die ganze Zeit. Ja. Und hier ist es halt vorhanden und mal gucken. Und das Spiel hat 9,99, glaube ich, 8,99. 8,99. 8,99. Also geschenkt quasi. Ja, quasi geschenkt. Und wo müssen wir hier? Hier gerade drüber. Hau dir mal. Echt jetzt? Ja. Ja, war gut. Hey, hold on. Du kannst auch außen rum dadurch dieses Gedöns, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Bei dem Loch habe ich dann aufgehört, also ich, keine Ahnung. Bisschen fester. Oh nein. Der war nicht schlecht. Der war zu fest. Ich bin wieder zurück. Pa. Läuft bei dir. Kann man hier irgendwie sehen? Ja, hier sieht man schön aufgelistet. 18 Löcher gibt es natürlich pro Maps. 5 vorgefertigte Maps gibt es schon, wovon eine aber noch als Baustelle markiert ist. Also keine Ahnung, ob es die auch schon gibt oder ob die noch nicht spielbar ist. Wir werden euch alle natürlich im Laufe der Zeit zeigen. Okay, die ist ein bisschen schwerer scheinbar. Weil man darf natürlich nicht zu feste, aber auch nicht zu locker, dass man halt hochkommt. Naja. Alter, Kleinbau oder wie? Deswegen mache ich hier gerade immer über Kante, damit man halt so, weißt du? Oh, oh. Oh. Oh, also das mit dem Schlagen muss man echt erst raus haben. Also da braucht man den Schwung. Oh, 4 Stück. Aber das hat man relativ schnell. Also ich habe schon raus, glaube ich so. Ich bin auf die alte Map gesprungen. Stimmt. Kannst du da weiterspringen? Oh, schade. Nee. Einfach da ins Loch so passt. Nicht zurück! Oh, komm. Oh, noch ein, komm! Nein, aus, pfui, Ende. Jetzt ist aber gut hier. Die Richtung, bitte. Der ist doch eh gut. Ja, jetzt ist er gut. Jetzt da wieder so ein bisschen gegen die Kante und dann passt es. Bisschen fester vielleicht? Ein bisschen, nicht runter, aus. Ja, ich muss das mit dem Schwung erstmal. Ich muss den Schwung verinnerlichen. Ja, das dauert ein bisschen. Das war zu fest. Oh, 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 oh. Oh, komm. Ja, typisch erste Runde. Da stellt man sich nie gut an. Ja, wobei, die Map habe ich auch noch nicht gespielt. Also. Mir hat die andere Map so gut gefallen. Deswegen schaue ich immer vorbei. Ich will aber die Map spielen. Oh, die Zeit läuft übrigens auch ab. Sind genau dieselben Regeln wie bei Golf is Your Friends, glaube ich. Außer, dass man... Ne, man hat 12 Schläge pro Loch. Nein! Oh, dein letzter Schlag. Du musst quasi jetzt rein. Kann ich vergessen. Warum? Ich sehe schon, du. Da kriegt er seine 14. Ja, komm, gib mir. Wohin muss man hier? Ah, da, okay. Ist machbar.
Wenn man ein bisschen fester spielt, ja. Ah! Oh nein, übers Loch gehüpft. Ich komm schon noch ran, so ist nicht. Ich komm schon noch ran, sagt er. Nein, so nicht. Ich hüpf raus, weißt du? Du hast auch deinen Ball schon customisiert. Ja, das habe ich direkt in den Options gemacht. Und ich habe sogar so einen Schweif hinten dran. Freunde, ihr seht das mit den Herzen ab und zu. Das muss natürlich sein. Zu locker. Immer zu feste bei dem Loch. Ja, da muss man erst ein Gefühl für entwickeln. Wie man da seine Maus am besten bewegt. Weißt du, könnte ich wenigstens so gerade landen, dass das perfekt wieder reingeht? Wäre alles gut so. Aber vor allem mit dem Aufziehen hat das mal gar nichts perfekt zu tun. Du kannst im Prinzip 3 mm weg von dem scheiß Ball und kannst du voll durchziehen und kannst du drüber schlagen. Also das ist schon Gewöhnungs- Ich glaube, es hat was mit der Maus stärker zu tun. Also so, wie du nach vorne ziehst, sag ich mal. Mit welcher Geschwindigkeit, ja, ja. So. Das ist echt. Nicht mal unbedingt, ob du so extrem weit nach hinten gegangen bist oder nicht mit dem Schläger. Ja. Sondern einfach, wie also schnell das du das machst. Genau, nur die Schnelligkeit zählt hier. Und das ist halt mehr, ja, an die... Mehr... Muss man halt mit mehr Gefühl arbeiten. Ja. Sagen wir mal so. Und mal, jetzt sind wir beide drin. Was ist das? Mit Looping, oder was? Ja, und da oben ist das Loch, das Grüne immer. Wenn man so Rechtsklick macht, das Grüne. Oh, ich hab ganz leicht geschlagen. Ich wollte gar nicht schlagen. Ich bin drüber geflogen. Mann, und jetzt liege ich drin. Paar. Ich roll wieder runter. Ich habe echt kein Glück gerade. Nächste Map, dann. Nächste Map. Ist halt die erste Runde. Ja, erste Runde überhaupt, Freunde. Also, keine Ahnung. Ja, will ich jetzt keinen Schwung machen, oder? Keine Ahnung, was du willst. Also, musst halt du wissen, ne? Ich kann dir da auch nicht viel weiterhelfen. Das war zu locker. Alter. Aber jetzt liege ich wieder gut. Ja. Ja, ist schon ordentlich. Wenn du jetzt ordentlich Schwung dabei hast, dann wird das was. Echt jetzt? Immerhin nicht runtergefallen, ne? Das muss man dem lassen. Aber ja. Das kann ja noch werden. Aber ne. Lassen wir mal. Unterbinden wir mal in der Hinsicht. Ah ja, ja. Wo muss man hier hin? Hä? Da ist das Falsche. Nein. Das ist ja schon mal gut, dass du hier. Ich sehe die Fahne. Lol. Jetzt sehe ich sie, oder? Ist das die? Ja, ist die. Ich hab die echt nicht gesehen. Viel zu locker. Eieiei, da hinten kann man schon wieder runterfallen. Gefällt mir gar nicht. Echt? Oh ja. Ja, ja. Oh, aber ich bin drin. Zu locker. Ja, ein bisschen Luck muss sein, ne, sag ich mal. Komm. Oh, du Lacker in 2. Da holt er einen auf, Freunde. Wir sind hier bei Loch Nummer 9 Alter, jetzt. Und MG ist 16 nur hinten. Ist das das Loch? Ja, das ist das Loch, okay. Der war zu locker. Der war viel zu locker. Ja, genau, komm, da wollte ich liegen bleiben, weil ich will mal probieren, ob man hier direkt reinkommt. Ah, ich roll noch. Ah, perfekt. Hi, Fresh. In 2, Junge. Huiuiui. Ah, jetzt kann man auch nicht mehr sagen, so, du musst so 2 Felder schlagen oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist jetzt Gefühlssache. Das kann man jetzt nicht ausrechnen. Ja, das ist pures Gefühl. Das ist natürlich dann schon nochmal eine Ecke anders. Oh, er schafft's auch. Junge. Darf ich da mitziehen jetzt? Ja. Ganz hinten. Ja. Bäm! Wohin ich fliege? LOL! Ich lande fast direkt da! LOL! Wie geil bin ich geflogen! Nein! Im Wasser. Man hört nur dieses Platsch. Ich hab richtig durchgezogen. Komm. Nein! Oh, komm! Kannst du da hüpfen? Nee, oder? Keine Ahnung. Zieh so fest und durch, wie du kannst. Dann landest du da, wo ich gelandet. Er übertreibt richtig. Du zieh so fest durch, wie du kannst. Du sollst nicht normales Golf spielen, das ist schon noch Minigolf, ne?
Ja, ich habe jetzt meine Maus genommen und quer rumgeschoben. MG macht den Tiger Woods, meine Freunde. Da haben wir auch das Pre-Intro. Ja, nicht ganz so gut wie meiner, würde ich sagen, aber schon solide. Ja. Meiner war halt ein bisschen Lack, ne? Ja, ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Komm. Ja, der bleibt liegen. Ja, ja, der bleibt liegen. Ja, danke. Oh, und dann hat das Loch echt noch so eine Erhöhung. Ja, ja, das war auch mein Fail quasi. Wobei, war aber eigentlich egal. Aber. Ich habe jetzt eh schon wieder 6 Schläge. Das ist ja richtig armselig. Masse 8 draus. Ja, ja, natürlich mache ich 8 drauf. Hör halt auf mich. Guck auch ein bisschen auf die Zeit, ne? 15 Sekunden. Ah. Das dürfte ich hinkriegen. Wenn ich jetzt drin bin, ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich bin drin. 8 Sekunden hättest du noch gehabt. Wohin muss man hier? Alle Zeit. Ah, da, okay. Hä? Okay. Wie schlägt man denn am besten? Ja. Deiner war besser als mein. Ah, man kann da hinten gegenschlagen. Ja. Ich auch jetzt. Leute, dann ist. Ja, du hast ja da hinten gegen geschlagen. Ja, das war Luck. Ohne Witz. Das gebe ich offen und ehrlich glaub zu, ich dass dir. Das Luck war. Ta! Das läuft doch. Das sind 3 übrigens, also du musst jetzt rein. Ich versuche mein Bestes, aber der hat ein bisschen Schwung verloren. Da fehlte ein bisschen was. Gut, dass ich ein großes Mauspad habe. Aber ich sollte es bei so einem kleinen Schlag nicht unbedingt ganz nutzen. Nee. Nicht über die gesamte Länge. Deine Nachbarn sollte auch nicht mit der Maus kurz besuchen, damit du den Schlag machen kannst. Hä, muss man nicht einfach. Das I hören. Oh, könnte man. Oh nein! Aber den will ich so schlagen. Ich gehe nicht außen rum. Nein! Ups, das war zu fest. Drin! Bam! Paar. Nice. 3 habe ich gebraucht. Bisschen lockerer? Ja, das ist so eine Gefühlssache jetzt erstmal. Das kriegen wir schon noch. Da kommen wir schon noch auf den Trichter. Das war zu locker. Jetzt muss er sitzen. Na, nochmal zu. Machst du mal 2 von eben. Ich habe immer nur 1 von eben gemacht. Ja, jetzt übertreibst du. Was war denn das jetzt? Ja, da ging mir zum Schluss der Schwung aus. Es gibt's nicht! Oh! Oh, nee! Da verhungert er noch, Freunde. Alter, jetzt habe ich kaum aufgezogen, so tipp! Und war mega schnell. Wo müssen wir jetzt hin? Unten rechts. Ach, da unten. Da ist scheinbar ein Loch irgendwie da rechts. Na, ich sehe es. Aber rein komme ich nicht. Schön, dass du nicht in die Löcher kommst. Na, ich wollte über Bande, wollte ich es probieren. Oh, dann geht der trotzdem nicht rein, obwohl ich da bin. Ja, plöpp. 3. 3? Dann wird es ja für mich schon wieder tricky. Komm, roll! Der rollt nicht mehr. Wie schade, Freund. Wie schade. Ja, ja. Dir blutet das Herz. Ja, ich bin halt erst 30 vorne. Wirklich schon. Ich guck schon gar nicht in die Statistik. Oh, ich komm da nicht. Da ist eine Wand, sag das doch. Dass man da genau rein muss. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich dann in 2 gemacht. Oh, gerade. Oh nein, und ich roll drüber. 4, er will aufholen. Na, jetzt müsstest du es aber wissen, ne? Ja, ein bisschen Spinat, weißt du? Double Boogie, dachte ich mir, ist besser als 2, weißt du? Lächerlich. Oh, hier einfach drüber. Na, einfach drüber ist gut gesagt. Hui, der rollt. Nein! Da hinten ist noch eine Erhöhung. Oh, wie Assi. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Aber ich find's lustig. Aber dann ist man dran. Die Maps sind schön. Ja, noch haben wir ja nur die Map gesehen. Aber die Löcher sind ganz gut gemacht, bisschen.
So, boah. Bin rein. Natürlich dann auch auf die Custom Maps gespannt. Ich weiß nicht, wie weit man da bauen kann. Ich glaube, man kriegt da so vorgefertigte Settings, sag ich mal. Oh, in einen. Der war nice. Den habe ich auch einfach über die Bande da gespielt. Einfach drüber. Nice. Und MG übertreibt wieder, weißt du? Er muss immer noch einen draufsetzen. Aber ich glaube, ich muss die Sensitivität nochmal umstellen. Man kriegt auf jeden Fall, glaube ich, so ein Setting vorgeliefert. Also einmal gibt es dieses Gras-Setting hier und da kann man dann halt seine Löcher reinbauen, sage ich mal. Ja, genau. Und dann hat man halt die verschiedensten Gegenstände, die man dann halt platzieren kann. Ja. Wie halt zum Beispiel so was Rotierendes zum Beispiel. Die Windmühlen hat man, glaube ich, auch. Also ein bisschen Deko kann man auch machen. Am Ende sind sowieso die Custom Maps wieder die geilsten. Das wird eh so sein, also gar keine Frage. Ah! Knapp vorbei ist auch daneben. Ich weiß, Herr Frech. Ich weiß es doch. Und so vom sonstigen her würde ich fast sagen, so kommt an Golf with Your Friends auf jeden Fall gut ran. Vielleicht sogar vorbei, würde ich sagen. Ja. Natürlich, das mit dem Schlagen ist ein bisschen schwerer, aber wir wollen ja auch mal ein bisschen Herausforderung haben. Sag ich mal. Er gibt direkt Vollgas. Ja, reicht mir aber auch nicht. Noch eine Ehrenrunde? Er lacht noch, weißt du? Und ab ins Wasser. Er ist noch am Lachen. Ja, noch. Du hast das gut definiert. Nein! Ich mach den Sicherheitsschlag. Bin ich ganz ehrlich? Der war zu fest, zack, bin ich drüben. Der war zu... Ich hatte den Schweiß schon auf der Stirn. Noch eine Ehrenrunde, MG? Doch was, nee. Oder? Nee, Ehrenrunde ist bei nee, mir. Ich mach einfach so 14, weil ich nicht treffe. Ja. Ja, genau. Das ist mein Plan. Oh. Ach komm. Mach mal ein bisschen lockerer. Nur ein bisschen, so dass du eine Ehrenrunde drehen musst. Der war genauso feste wie der von davor. Das könnte eventuell sein. Oh, der war lockerer. Der war lockerer, aber immer noch nicht locker genug. Nee, das passt noch nicht. Locker aus der Hüfte. Oh! Okay. Man muss sich so einreden, man muss sich schön reden, dann wird das schon. What? Man muss quasi über Bande, oder was? Na, so ein bisschen. Oh, fast, aber der prallt da oben ab so ein bisschen, das ist ein bisschen assi. Oh, yes! Hole one! Ja gut. Was ist deine 14? Ist die letzte Map, weißt du? Also das letzte Loch. Ja, beim 18. Loch kann man sich das mal gönnen. Oh! Da prallt er echt ab! Ey, ich komm ran. Das gibt's doch nicht. Was halt auch schön ist, die Dingens wird sich live aktualisiert. Echt? Ja. Oh, 4 habe ich schon, ja. Es ist halt schön. Das ist oh, der verhungert. Gibt's mehr Spielerort. Ja gut, ich brauche nicht reden. Ich bin, keine Ahnung, uneinholbar Letzter. Bei 2. Ich bin auch Zweiter. Nachher geht MG ins Bett zu seiner Freundin. Hey, Schatz, ich bin Zweiter geworden. Von wie vielen denn? Von 2. Fresh hat mich abgezogen. Oh, was ist denn da los? Da sind wir ja auch dran, Triple Boogie. Und so mit Blick auf die Uhrzeit, hängen wir noch eine zweite Map drin oder nicht? Musst du sagen. Ja komm, machen wir einfach. Wir gönnen uns heute meine XXL-Folge als erste Folge. Ich muss kurz die Lobby neu aufmachen. Das geht ja schnell. Fresh Fries, Passwort. Sieht man das? Wir nehmen, jetzt muss ich irgendwas nehmen, was du auch schreiben kannst. Wir nehmen ausnahmsweise mal YouTube. Ja, nehmen wir ausnahmsweise. Winterland ist die Map. Sie müssen. Es sind halt nur 2 Lobbys offen. Ja, spielen halt relativ wenige noch. Also wenn ihr das Spiel haben wollt, 8,99 bei Steam. Macht auf jeden Fall Laune, ist meiner Meinung nach allein durch die Custom Maps besser als Golf is Your Friends. Du hast alles klein geschrieben. Ja. War klar. Weil wenn ich es groß schreibe, komme ich nicht rein. Also, erst Buchstaben, ne? Ja. So wie man YouTube halt schreibt. So, ready!
Heute ist gerade kurz Hyping, ne? Okay, hier ist schon ein bisschen anderes Setting. Oh nein, fast voll im Wand. Hier ist man so auf Eis, mega gut. Nein, zu kurz. Pa. Ah, ich muss über. Ah, oben links. Steht auch, oben links steht auch eine Anleitung, wie man schießt. Bei mir. Ah, bei mir jetzt auch. Ah, jetzt nicht mehr. Nur manchmal scheinbar. Oh, der sieht gut aus. Ja, der kommt auch gut. Zweier? Ja, er bleibt diesmal dran am Anfang, Freunde. Ah, ja, ja, am Anfang. Am Ende. Wo muss man jetzt? Hier sieht man aber nicht mehr, welches Loch man anspielen muss. Aber ich vermute mal, das da vor mir. Oh, Hollemann! Du Lacker. Direkt mal ein Ausrufezeichen setzen hier, Freunde. Zu locker. Du Lacker! Lol, ich hab die Rampe unten gar nicht mitgenommen. Ja, ja, ich bin aber irgendwie gehüpft. Oder Rampe. Okay, da ist das Loch. Wie kommt man da jetzt rein? Fuck! Stopp! Nee. Lol, was? Stopp, 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 stopp! Der ist zu lahmarschig. Jawohl, ja, der wird fliegen. Jawohl, M4. Nein! Da hängen wir MG mal ein bisschen nicht ab, was? Wie? Lucky. 7 zu 7. Lol? Ist noch nichts berechnet. Lol. Siehst du dasselbe, was ich sehe? Nein! Ja, oh! Gerade so drüber gehüpft. Nein, zu locker. Jetzt wollen wir wieder beide direkt hier. Ja, rein, klar. Ne? Nein, oh Gott. Alles andere ist für Pussy, oder wie? Ja, alles andere können andere Leute machen, drüber gehüpft. Na, immerhin liege ich jetzt schon mal unten. War zumindest etwas. Und dran. Triple Boogie. Jetzt auch unten. Das sind... Lol. 6. Nein, das war 6, eine. Hast du 6 Schläge bitte auf die kurze Zeit geschafft. Alles ist gut. Jawohl. Da haut er erstmal ordentlich drüber. Na komm. Erstmal zielen. Nein! Der kommt! Das gibt's doch nicht. Er führt, meine Freunde. Das gibt es nicht. Das kann sich noch lange. Lol? Das Loch ist hier rechts neben uns. Ich seh's. Ja, da musst du einmal rumspielen. Lol, okay, dadurch? Lol, man hätte wahrscheinlich auch da durchgekommen. Wenn man ein bisschen leichter schlägt. Ne, man wird instant zurückgesetzt. Zurückgesetzt? Okay. Zumindest ging's mir so. Bremst das Eis? Lol, man muss da genau am Rand entlang. Ne, das Eis gibt eigentlich mehr Gas, finde ich. Bist du drin? Nee. Hört sich gerade so an, so der Sound. Ich bin hinter dir. Ja, der Sound war aber irgendwie so komisch. Er macht den 4, Freunde, das gibt es nicht. Lol! Nein, macht er nicht. In 5 macht er die, Freunde, das gibt es nicht. Nein, er macht's. Zweimal klappt es nicht. Nee. Okay, MG noch eine in Führung. Da wollen wir natürlich gegenwirken, sag ich mal. Zu feste, okay. Er macht genau perfekt. Ah, da komme ich nicht mehr rum. Lol. Okay, er sagt doch, dass man da drüber muss. Ne? Spiel außenrum, das ist safe. Ja. Wäre besser gewesen. Im 4. Dein Ernst? In 3. Er hüpft direkt rein. In 3. Meint er das ernst hier, Freunde? Es geht doch. Der Ehrgeiz kommt. Wo ist das Loch? Ah, da. Nein, da kann man rausfallen. Echt? Ja, ich hab's geschafft zumindest. Wie ich das geschafft habe, weiß ich nicht, aber ich habe es geschafft. Komm! Jetzt in 2. Ja,
da brauchen wir vier Freunde. Da haben wir. Ich will ja nicht sagen, dass wir wieder gleich auf sind, ne? Aber wir sind wieder gleich auf. Also. Ja, in Gottes bei Namen. Bei einer Map mal eben den Vorsprung zerschmettert, Freunde. In der ersten Aufnahme mache ich mir da keine Gedanken. Das ist schon so ein kleines Anzeichen, natürlich. Muss man einfach sagen. Wohin gehst du? Ich flieg raus. Wie bist du da rausgeflogen? Ich habe gut Speed gegeben. Ich lieg hier direkt vor dem Ding, weißt du? Ja? Ja, ich prall da dran ab und darf den Schlag nochmal machen. Nice. Oh, jetzt, wenn ich Glück hab. Aha, oh shit. Oh shit, vier mache ich hier. Kannst du nicht hinter dem Holz? Bin ich doch gerade schon mal. Zweimal oder was? Ja, übertreib direkt. Ja, immer doch. Wo müssen wir hin? Muss mal reinzoomen, verfluchte Scheiße. Komm, komm, komm. Die Blätter stören mich gerade ein bisschen. Hole in one. Ach komm, wer kann sowas ahnen, bitte? Wer kann denn bitte so... Wie gut war das bitte, Freunde? Wie gut war das? Wer hat sich so einen Scheiß ausgedacht? Bitte? Oh, mal herrlich. Leute, was ist das? Da ganz hinten muss man ins Loch. Wie assi! Nein, verhungert! Leute, da gewinnst du locker. Naja, sag das nicht. Nein, gegen die... Oh, da oben ist eine Brücke, da bin ich gegen geknallt. Oh, ein Stück weiter vorne. Oh, zum Glück war das Holz locker. Da. Ich hab genau den Pfosten getroffen. Das ist ein bisschen Glück jetzt gehört besser. Echt dazu, in vier. In 7 mache ich die, wenn ich treffe. Sicher? Du wolltest Karma noch beschwichtigen, aber das wurde nicht ganz. Einfach so typisch, weißt du? So typisch. Ja, aber du hast noch die Kurve gekriegt, hätte ich gesagt. Aber ne, Karma hat sich gedacht, gibt's nicht. Echt jetzt? Wir müssen da rechts rüber. Kann man die abkürzen? Nein, geht nicht. Kann man die noch weiter abkürzen? Noch weiter? Nee, das geht auf keinen Fall. Oh! Er wollte übertreiben, weißt du? Ja gut, zumindest liege ich so wie du. Aber ich habe 3 Schläge erst. In 4 bin ich drin. Nein, ich bin... Oh. Habe ich meinen Ball zu dünn eingeschätzt. Geht natürlich jetzt ein bisschen schwerer, sag ich mal, ne? Ja, ich habe ja Vorsprung. Ich habe ja Vorsprung, sagt er, weißt du? Gleich ist der Vorsprung weg, dann kommt wieder Mimimi, ich habe keinen Vorsprung mehr. Und wenn? Ist mir ja auch egal. Halt du. Okay, ist ein Looping. Wo ist denn das Loch? Ah, da rechts, okay. Okay, dann müssen wir ja wie viel Gas was? Nehmen. Okay. Wohin kommst du wieder geflogen? Bist du einmal rumgeflogen, oder was? Gibt einfach zu viel Gas. Muss man auch erstmal schaffen. Da kann man schon mal nochmal zurück, finde ich. Nein! Nee. Oh, Mikroschlag! Kam Karma schon wieder? 5, Double Boogie. Und er macht jetzt wahrscheinlich... Komm, geh noch rein, komm! Ja, wär auf jeden Fall vollkommen gerechtfertigt, muss man einfach sagen. Den hätte ich ja nur noch reinpusten müssen. Noch 13, meine Freunde. Deine Glückszahl? Okay. Nein, der prallt nur so ein bisschen ab. So ein ganz kleines bisschen an dieser Kante. Naja, in 3. Mach ich auch. Easy. Okay, ich hab noch 4 Löcher, um aufzuholen. Wohin muss man? Nein, ich
mach die Mikroschlange. Oh! Komm, roll, roll, roll. Nein! Naja, hole dann zu. Pa! Oh, da habe ich schon mal einen aufgeholt, Freunde. Ja, weil ich die Mikroschlange. Mindestens mache. Einen. Ah, bleibt dabei. Okay. Nur noch zwei. Wir haben noch genug Löcher Zeit, also wir haben jetzt noch drei Löcher. Das. Hä? Wo müssen wir hier hin? Wahrscheinlich. Ach, darüber links. Okay. Haha. Ich will nicht sagen, dass ich bescheiden liege, aber. Ja, aber gut gerettet, würde ich sagen. Muss man ja, ne? Als anerkannter Golf-It-Profi. Golf-It-Profi? Hast du dich jetzt selber dazu ernannt, oder? Ja, ja. Hätte mich nicht gewundert, hättest du jetzt getroffen, ne? Ohne Witz. 4. Birdie ist es. Ich bin zumindest der mehr Vollgas geben kann. Ich muss definitiv in die Option runterdrehen. Wie kommt man da hin? Ah, ich weiß wie. Oh Gott, okay. Ich sehe es gerade auch. Nein, aber nicht so. Oh, der war schon nicht ganz schlecht, aber auch nicht gut, leider. Sachen, die man nicht gebrauchen kann. Nochmal zurückgehen. Nee, das kann man echt nicht gebrauchen. Lieg ich jetzt echt? Der geht bei mir auch genau zurück nach dem Baumstamm. Na. Ja gut, zumindest liege ich jetzt nicht schlecht. Also zum Glück hast du 5. Wie fährst du? Lol, auch 5? Was? Ja, 5. Du Lacker, ey. Ah, da bin ich noch 2 vorne und wir gehen in die letzte Runde. Wo müssen wir hin? Ah, okay. Ah, ich weiß wohin. Okay. Hä, weißt du wohin? Ja, hinter uns. Okay, er weiß es. Nein! Hallo. Hallo. Oh, puh, passt. Nein! Oh, der bremst aber da ganz schön. Ja, sagen. Ja. Nein! Oh! Nein! Oh, was denn jetzt? Ich dachte, der springt nochmal von dem Turm weg. Yes, bin drüben. Bleib doch weg hier! Nein! Das gibt es nicht. Mich nicht los. Das gibt es nicht. MG gewinnt die zweite Map. Aber die erste. Noch nicht. Letztes Loch jetzt. Ich dachte, wir haben schon. Ja, okay, hast du gesagt, okay. Deswegen dachte ich auch, dass wir das haben. Aber. Oh, die Entscheidung. Nein, nein! Hat sich mir die riesen Kraftanstrengung gerade angehört. Ich hab auch voll durchge. Lol, man muss in allem durch. Fan. Nein. Machen wir beide 14. Komm. Yes, 3. Oh Mann, er setzt mich unter Druck. Nein, nein. Hüpf raus. Hüpf raus. Meine Freunde, das Igel. Gibt es nicht! Müller! Wie unverdient ist das bitte, meine Freunde? Beim nächsten Mal spielen wir dann die anderen beiden Maps oder noch ein paar andere Maps, keine Ahnung. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr das Spiel auch schon habt, Custom-Maps einreichen. Schreibt ihr einfach in die Kommentare, wir werden uns die dann im Workshop runterladen und dann auch nach und nach mal spielen. Würd uns freuen, wenn da irgendwas kommt. Auf jeden Fall, weil eure Maps wird man gerne testen und angucken und. Gerne auch Maps übrigens, die ihr so gesehen habt und einfach uns empfehlen könnt. Also, genau. Selbst wenn ihr die nicht selbst gemacht habt, schreibt halt dabei. Nicht selbst erstellt, aber hier für euch, damit wir halt einfach, dann erwähnen wir euch natürlich auch namentlich, aber sagen halt, ist nicht eure Map, aber wir erwähnen euch danke immer fürs Schicken. So, ja, genau. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei unseren anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.